So, ich lese Ihnen nun eine Passage aus dem Roman Die Unvollkommenen vor. Die Unvollkommenen spielt in der Bundesrepublik Europa des Jahres 2057. 5 Jahre sind also vergangen nach dem, was in Die Optimierer passiert ist. Und ich gebe Ihnen jetzt eine ganz kurze Zusammenfassung, damit Sie ungefähr wissen, worum es geht. Wenn Sie das nicht wissen wollen und erstmal alles selber lesen wollen und gucken wollen, wie Die Optimierer ausgeht, dann halten Sie sich jetzt die Ohren zu und lassen es sich von Ihren KollegInnen und MitschülerInnen erklären. Also, passen Sie auf. In Die Optimierer haben wir Samson begleitet. Samson ist ein Verfechter des Systems, doch durch einige widrige Umstände wird er zum Opfer dieses Systems. Er geht unter, stirbt auch irgendwann, doch sein Geist, sein Bewusstsein wird in einen Roboter übertragen, in einen sogenannten Basileus. Und er wird nicht ein normaler Basileus, sondern er beherrscht das System. Er wird quasi zum Herrscher der Bundesrepublik Europa. Kurz vor seinem Tod hat er jedoch Paula Richter kennengelernt, Paula Richter genannt Lila, die Anführerin der Revolutionsgarden ist, einer Gruppe, die das System zu Fall bringen will. Anstatt es zu Fall zu bringen, wird sie aber dann von Samson quasi verhaftet und ins Gefängnis gesperrt. Und Die Unvollkommenen beginnt, als Lila aus einem künstlichen Koma in diesem Gefängnis erwacht. Sie versucht zu fliehen, doch Samson kann sie wieder einfangen und er bietet ihr einen Deal an. Und Teil dieses Deals ist, dass Lila Anna Freitag, also Samsons Mutter, dazu bringen soll, mit ihm zu reden, was sie nicht tun möchte. Denn Anna Freitag, wie wir es vorhin schon festgestellt haben, findet die ganze Technik nicht so toll und findet es jetzt auch nicht toll, mit ihrem Sohn im Körper eines Roboters zu sprechen. Genau, Lila hat also den Auftrag, die Mutter zu überzeugen. Alles etwas kompliziert. Wir konzentrieren uns jetzt auf eine Situation, in der Lila versucht, Anna Freitag überhaupt erstmal kennenzulernen, versucht, bei ihr zu klingeln und reinzukommen und was dann passiert. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Lila aktivierte ihren Reader und klickte auf das Logo der Prometheus Limited, das einen Mann mit einer Fackel darstellte, und gelangte auf das Firmenprofil. Hier wurden die neuesten Robotertypen vorgestellt. Custos 600, A, B und C. Lila überflog die Datenblätter, ohne auf Anhieb die Unterschiede der Baureihen zu erkennen. Für sie waren diese Roboter so weit fortgeschritten, dass es ihr wie Science Fiction vorkam. Äußerlich waren sie überhaupt nicht mehr von Menschen zu unterscheiden. Es gab auch keine externen Schnittstellen mehr für Datenträger oder die Energiezufuhr. Geladen wurde über Induktion. Alle Daten wurden kabellos übertragen. Lila klickte sich durch die Seite, übersprang Werbevideos und Lobpreisungen zufriedener Kunden, scrollte durch den Organisationsaufbau der Firma und verharrte schließlich bei den Eigentumsverhältnissen. Anteilseigner der Prometheus Limited war die Bundesrepublik Europa zu 25%, eine Gruppe privater Investoren zu 24%, und die Liga für Roboterrechte zu 51%. Das bedeutete, dass die Roboter sich selbst bauten und sich am Ende auch selbst gehörten, zumindest zu 51%. Lila überlegte eine Weile, was das wohl für juristische Konsequenzen haben mochte, bekam davon aber Kopfschmerzen. Die Straße war belebter als am Vortag. Ein paar Kommunalautos fuhren vorbei, auch Leute auf Fahrrädern, Segways und Elektroquads. Ein paar Passanten nickten ihr freundlich zu, aber niemand sprach sie an, sodass sie sich immer noch wie eine Außenseiterin fühlte. Am Ziel angekommen, öffnete ihr niemand. Auch nach dem 5. Klingeln sah sie durch die Butzenglasscheiben keine Regung im Innern des Hauses. Sie wollte aufgeben, als jemand ihren Namen rief. »Frau Richter!« Lila drehte sich um. Aus dem Nachbarhaus hielt ein Mann auf sie zu, überquerte die Straße und kam zügig die Auffahrt zu ihr hoch. Den ganzen Weg über fixierte er Lilas Gesicht und wandte den Blick kein einziges Mal ab. »Jeder an seinem Platz, Frau Richter«, sagte der Mann mit vollkommen ruhiger Stimme, als er endlich vor ihr stand. »Hallo?« grüßte Lila zurück. »Ich bin Alex, ein Custos 520b und für die Sicherheit von Anna Freitag zuständig. Ich habe mir schon gedacht, dass sie Ihnen eventuell nicht öffnen würde, aber genau dafür habe ich einen Schlüssel.« Aus seiner Hosentasche förderte er einen echten metallischen Schlüssel zutage, mit dem er die Haustür aufschloss. Lila verschränkte die Arme. Der Mann wirkte vollkommen menschlich, bewegte sich normal, auch seine Lippen sahen absolut echt aus, nicht so fleischig rosa wie bei älteren Robotergenerationen. Nur sein linkes Auge war mit zwei senkrechten roten Strichen verziert. Vielleicht ein Modetrend, von dem Lila noch nichts wusste. Sie fragte sich, ob Owen Koffler recht gehabt hatte und es in Wirklichkeit die Menschen waren, vor denen sie sich in Acht nehmen musste.
Was, wenn dieser Mann gar kein Roboter war und sich unrechtmäßig Zugang zum Haus der alten Frau verschaffte? »Sie können jetzt eintreten«, sagte der Roboter, als Lila keine Anstalten machte, hineinzugehen. »Können Sie beweisen, dass Sie ein Roboter sind?«, fragte Lila stattdessen. »Können Sie beweisen, dass Sie ein Mensch sind?«, gab er zurück und tippte an die schmalen roten Linien neben seinem Auge. »Natürlich«, sagte Lila, nahm einen spitzen Stein vom Boden und ritzte sich damit über den Handrücken. Der schmale Riss in ihrer Haut füllte sich langsam rot. »Sind das jetzt die Gepflogenheiten der Unvollkommenen?«, fragte der Alex-Roboter. »Sich selbst zu verletzen, um sich der eigenen Existenz zu vergewissern. Irgendwie typisch.« »Was?« »Ach, nicht so wichtig. Manchmal vergesse ich, mit wem ich rede.« Dabei fasste er an eine Stelle hinter seinem Handgelenk und drehte in einer einzigen flüssigen Bewegung die linke Hand vom Unterarm, sodass Lila in die offene Steckverbindung aus Metall, Carbon und bunten Drähten blicken konnte. Die abgetrennte Hand winkte ihr zu. »Sie sehen aus, als wäre Ihnen der Anblick unangenehm«, sagte der Alex-Roboter triumphierend. Es schien ihm zu gefallen, Lila zu irritieren. »Keine Sorge, Frau Richter, ich bin wirklich ein Roboter. Eine Maschine, wie die meisten Bewohner von Hornstein. Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht. Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht. Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht. Und wenn ihr uns beleidigt, sollen wir uns nicht rächen. Wir sind euch in allen Dingen ähnlich, aber niemals gleich.« »Ich habe Ihnen die aktuelle Broschüre der Liga für Roboterrechte geschickt, für den Fall, dass Sie sich für Robotergeschichte interessieren.« Einen Augenblick schien er zu erbeben, dann steckte er die Hand wieder in ihren Platz und sagte blechern, »Gehen Sie jetzt hinein, Samson will es so.« Dann drehte er sich um und kehrte ohne ein weiteres Wort zum Nachbarhaus zurück. Das war ein Kapitel aus »Die Unvollkommenen«. Wie es weitergeht, erfahren Sie gleich.